Ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Infovideo mit mir, der Mulenia und dem Alkondo. Hallo. Hallo. Ja, es geht um Facebook. Nein. Eigentlich es, nicht. Es geht eigentlich mehr oder weniger um eure Reaktion auf unser Infovideo, dass wir vieles auf Facebook posten wollten, eben wann wir auf diversen Servern zu finden sind und so weiter und so fort. Dort wurde vorgeschlagen, dass wir doch unsere Webseite nutzen dafür. Das werden wir jetzt in Zukunft tun. Wir haben die ein wenig umstrukturiert, so dass ihr jetzt auf der Seite einen roten Kasten findet, wo ganz dick News oben drüber steht. Dort werden wir alles posten, wann wir zu finden sind. Den ihr jetzt wahrscheinlich gerade eingeblendet seht. Genau. Ich rede ohne Punkt und Komma gerade, ne? Ja, da musste mal Kondo die Mulenia mal eben an den Arm fassen. Ja, tut mir leid. Dass er auch noch dazwischen kommt. Aber bitte, du darfst weitermachen. Ja, also da werden wir ankündigen, wann wir eben wo zu finden sind, was es Besonderes gibt und so weiter und so fort. Ne? Also ganz viel. Des Weiteren bin ich gerade dabei, ein Forum aufzusetzen. Das, denke ich, wird übernächste Woche dann online gehen. Und darauf möchten wir uns aber noch nicht festlegen. Nein, noch nicht ganz. Da bin ich noch nicht so weit. Also deswegen 2 Wochen Zeit brauche ich da schon noch. Ja, ihr kennt das ja sicherlich. Es kann immer mal was dazwischen kommen. Es ist genau. Kein Vollzeitjob hier irgendwie. Und deswegen ist das so angedacht. Aber wir können es natürlich nicht hundertprozentig versprechen. Genau. Darf ich noch kurz? Ja, es wäre auch schön, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet oder euch irgendwie bemerkbar machen könntet, was ihr davon haltet von dem Forum im Allgemeinen, ob ihr überhaupt Interesse von euch daran besteht, weil wenn das jetzt so völlig negativ aufgenommen werden würde, dann bräuchte Mulenia sich auch die Arbeit gar nicht machen. Ja, genau. Ne? Finde ich ganz wichtig irgendwie, weil wenn die meisten Leute sagen, nee, das ist überhaupt nichts für uns, wollen wir nicht, dann braucht man da nicht Stunden investieren. Genau. Ja, des Weiteren braucht ihr euch natürlich auf der Seite auf gamehard.de nicht registrieren. Ihr könnt die Sachen so mitverfolgen. Zum Kommentare schreiben und so müsstet ihr euch natürlich registrieren, aber das ist ja nicht notwendig. Das könnt ihr weiterhin auf YouTube gerne machen und dann eventuell das Forum nutzen, wenn ihr das dann möchtet. Ja, also einige haben mir schon gesagt, dass sie gerne ein Forum hätten. Deswegen ist die Idee auch eigentlich erst aufgekommen, dass ich da eins mache. Ja, und ich hoffe, ihr nehmt das gut an und wir können da dann ordentlich viel schreiben. So sieht's aus. Also da ist die Interaktion dann ja auch einfacher, weil man durchaus über verschiedenste Themen sprechen kann. Und für uns ist es manchmal dann auch wahrscheinlich ein bisschen besser ersichtlich, dass es was Neues gibt. Also ein spezielles Problem vielleicht gibt oder so. Genau. Ja, nochmal zu dem Warum. Also das Ganze ist so entstanden jetzt, weil viele sich eben... Ja, aufgeregt ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil viele gesagt haben, also wir nutzen gar kein Facebook mehr, was so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist, ja, weil wir haben ja eine ganze Zeit überhaupt nichts mit Facebook am Hut gehabt. Genau. Und jetzt scheinen viele das nicht mehr nutzen zu wollen und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, gut, dann machen wir das auf einer öffentlichen Plattform, wo jeder rauf kann, ohne sich irgendwie registrieren zu müssen, ohne irgendwas bezahlen zu müssen oder sonst irgendwas. Ja. Deshalb auf gamehard.de, da habt ihr gleich auf der Startseite diesen Newskasten für alle, die es interessiert, wo und wann wir vielleicht mal Minigames machen oder so etwas, um mit uns zusammenspielen zu können. Und deswegen war auch die letzte Zeit, obwohl wir Facebook angekündigt hatten, da eher weniger zu finden an News, weil wir uns eben Gedanken dazu gemacht hatten, wie können wir das für euch besser gestalten. Ja, also wir überlegen jetzt noch, ob wir eventuell dann diese Posts auch auf Facebook und Google Plus veröffentlichen. Ja, also ich weiß aber noch nicht, ob wir das tatsächlich dann auch immer machen. Also wäre es dann schon... denke ich, für euch das Einfachste, eben auf die Seite zu gucken und ja. Eben, und wie gesagt, da das einfach direkt dieser Kasten ist auf der Startseite, ihr habt ihn ja bestimmt gesehen jetzt schon, wie gesagt, in diesem Video. Der ist direkt auf der Startseite, man kann ihn auf den ersten Blick sehen, denke ich. Genau. Auf dem ersten oder sonst muss man vielleicht auch mal runterscrollen oder so. Ein Stückchen runterscrollen muss man vielleicht wegen der Slideshow. Aber wie gesagt, er ist jetzt nicht irgendwie versteckt in irgendwelchen Unterkategorien, Unterseiten, damit ihr euch da irgendwie durchklicken müsst oder sowas. Die Startseite reicht irgendwie, eben gucken, aha, ist interessant oder nicht interessant für mich und wieder wegklicken, wenn ihr dann
die Seite nicht weiter angucken wollt. Was ihr natürlich trotzdem machen dürft, wenn ihr das ihr möchtet. Dürft, natürlich. Aber es ist kein Muss und auch die Registrierung ist kein Muss. Eben. Na, das könnt ihr dann machen, wie ihr das möchtet. Für uns ist nur wichtig, dass ihr eben diese Infos auf irgendeinem Weg bekommen könnt, wo wir sind, denn wir wollen in Zukunft ja ein bisschen mehr mit euch zusammen machen. Und ich denke, das ist ein Weg, den wir alle recht gut und einfach zusammen gehen können dann auch. Genau. Ja, ja, dann war es das eigentlich auch schon. Ja, das war's. Ich hoffe, ja, wir sehen uns dann in kürzester Zeit im Forum eventuell wieder. Und das wäre schön. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das jetzt gut findet oder auch nicht. Nee, wenn ihr es nicht gut findet, schreibt nicht. Schreibt nur, wenn ihr es gut findet. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch demnächst entweder hier auf dem Kanal wieder oder eben auf gamehard.de. Oder beides. Oder beides. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.